Snackmaster, Mikrowellenpommes, Pulled Pork oder Barbecue Chili Chutney. Ja, zweimal Mikrowellenpommes mit einem Topping, was auch mit in die Mikrowelle kommt und frisch über die Pommes gegossen wird. Ob das was kann, ob die wirklich knusprig werden, wir finden es jetzt heraus. Willkommen bei der Foodshow! Ja, im Vorspann habt ihr schon gesehen, wir testen heute Snackmaster Mikrowellenpommes mit Topping. Ja, nämlich einmal mit Pulled Pork. Ich muss selber noch mal schnell mal ganz kurz schauen, nicht, dass ich die falsche Packung in der Hand habe. Und einmal mit Barbecue Chili Chutney. Also zweimal Mikrowellenpommes mit einem Topping dabei, was ich dann noch drüber gießen kann. Hier drin ist angeblich nämlich so ein Schälchen, wo das Topping dann drin ist. Und das kann ich dann drüber geben. Ja, Mikrowellenpommes. Ist so ein Zwiespalt, kann gut sein, kann schlecht sein. Es gibt wirklich keine, also es gibt gute Mikrowellenpommes, es gibt aber auch sehr, sehr schlechte, muss man sagen, die überhaupt nichts werden. Muss man sagen, die Snackmaster-Leute kriegen das ganz gut hin. Hatte aber auch schon welche, die nichts geworden sind in der Mikrowelle. Wir schauen gleich mal, ob das so gut funktioniert. Meine Alternative ist einfach, macht euch kurz ein paar Pommes in der heiße Fritteuse. Das geht genauso schnell, meistens, naja, nicht ganz so schnell, aber vielleicht ein Ticken länger. Aber ist so mein Ding eher. Also ich kaufe mir Mikrowellenpommes an sich gar nicht mehr. Das war eine Zeit lang, fand ich das ganz cool. Aber seit es heiße Fritteusen gibt, ist man auch von diesem Thema so ein bisschen rausgewachsen, finde ich. Ja, beide mit Topping, beide haben natürlich auch einen Preis. 220 Gramm bekommt ihr hier für 2,99 Euro. Ja, ich muss nochmal aufs Preisschild gucken, was ich mir extra hier dran geheftet habe. Ich hefte mir manchmal so an meine Produkte so ein kleines Post-it, wo der Preis draufsteht, damit ich das nicht vergesse. Weil manche Produkte habe ich dann ohne Kassenbon oder so gekauft oder ich finde es nicht mehr. Und ich weiß gar nicht mehr, wo ich das gekauft habe. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, an welchem Supermarkt ich dafür war. Ich habe es in irgendeinem Supermarkt gekauft. Ich weiß es nicht mehr. Könnte Rewe gewesen sein, bin mir aber nicht mehr sicher. Ja, schauen wir mal drauf, was drin ist. Was bekommt ihr hier eigentlich? Weil das ist ja die andere große Frage. Ist es was Vernünftiges oder ist es totaler Schund? Wir gucken mal auf die Pulled Pork Variante. Ihr bekommt ja also Pommes frites mit 64% Anteil. Die sind aus Kartoffeln und Rapsöl, relativ einfach und simpel. Dann kommt das Topping, das ist Barbecue Dip mit Tomatenmark, Rohrzucker, in Wärzekos, Branntwein, Essig, Gewürze, modifizierte Schweizer, Orangensaftkonzentrat, Salz, Gewürze, Senf mit Raucharoma. Darauf kommt dann das Pulled Pork mit 35% Anteil, mit Schweinefleisch, Wasser, Salz, Maltodextrin, Gewürze, modifizierte Stärke, Gewürze, Zucker, Zwiebeln, Knoblauch. Jein. Also oben und im Barbecue-Dip, da kann man drüber streiten. Also im Wertzuckersirup, finde ich, gehört da nicht rein. Das muss da nicht rein. Der Rest ist an sich okay, muss man sagen. Und beim Fleisch, dass da Salz mit auch nochmal Zucker mit dabei ist, muss nicht unbedingt rein. Wenn es aber, kommt auch an, wie es hergestellt wurde. Also wenn es eine Barbecue-Marinade eh schon hatte, dann ist natürlich klar, dass ein bisschen Zucker dran muss, weil es muss da dabei sein, sonst hast du den Geschmack nicht. Gucken wir mal, wie sich das aber auf den Kaloriengehalt auswirkt. Das sind dann 207 Kalorien, 3,8 Gramm Eiweiß und 7,1 Gramm Zucker auf 100 Gramm. Puh, ja, bist du schon bei knapp ja, 18 Gramm Zucker, ne, auf die ganze Portion. Das ist echt für so eine kleine Portion echt viel. Das ist ja nur eine Mini-Portion. Ne? Das ist jetzt ja nicht, das ist hier für zwei oder drei Personen, das ist für eine Portion. Gucken wir mal. Schauen wir uns die Barbecue Chili Variante einmal an. Wo haben die Zutaten stehen? Hier haben wir Pommes frites, natürlich wieder die gleichen. Dann kommt das Topping aus Würzsoße, Paprika, Gemüse, Paprika, Zucker, Zwiebeln, Weißepaprika, Zuckerrohr, Essig, Mango, Kräuter. Okay, also die Variante finde ich besser. Wie gesagt, Zucker bei Barbecue Soße, es muss ein bisschen Süße rein, finde ich. Alles okay, wenn es nicht zu übertrieben ist. Finde ich aber von der Zutatenliste weitaus besser gelungen, das Produkt. 209 Kalorien, 2,1 Gramm Eiweiß, aber 8 Gramm Zucker. Die Barbecue-Soße hat also eine ordentliche Süße. Ein bisschen weniger wäre da auch cool, weil hier bist du ja schon fast bei 20 Gramm Zucker, ne? Also ein bisschen sogar mehr als bei der Schweinefleisch-Variante. Klar, es ist mehr Soße. Und zubereiten, das blende ich jetzt einfach unter mir ein, das ist gerade am einfachsten. Könnt ihr beide ganz einfach, wir müssen die Perforation gleich aufmachen, dann müssen wir die Schale mit dem Topping rausnehmen. Die geöffnete Schachtel dann für 3,5 Minuten auf 900 Grad in die Mikrowelle geben, die Schachtel entnehmen, salzen, vorsichtig schütteln. Dann die geöffnete Schachtel für 2 Minuten ruhen lassen. Das Topping dann nochmal für 100 Sekunden bei 600 Watt abnehmen und dann über die Pommes geben und fertig. Alternativ gibt es auch nochmal eine andere Zubereitung. Wir machen aber so, wie es vorgegeben ist. Ihr seht es aber vorher einmal. Und hier sind sie jetzt einmal beide. Ja, ich habe sie beide einmal aufgemacht. Das sind also die Pommes, tiefgefroren. Einmal hier mit der Barbecue-Chutney müsste das, glaube ich, sein. Ne? Ja, da waren diese Dip-Pommes.
Und bei der anderen Variante bekommen wir die Riffel. Hier ist dann die Soße oder der Dip, den wir jetzt rausnehmen müssen, bevor wir es in die Mikrowelle tun. Das ist also dann einmal, ja, das Pulled Pork. Das ist an sich nur Soße. Und hier haben wir jetzt das Barbecue Chutney. Moment, so ein bisschen ins Licht gehalten, dann seht ihr es ein bisschen. So sieht es aus. Das muss, glaube ich, wie gesagt, separat in die Mikrowelle. Und ja, ihr haut die Pommes jetzt da mal rein. Ich verteile die hier schon mal so ein bisschen. Von der Menge sieht das natürlich weitaus mehr aus, muss ich sagen, als die andere Variante. Aber das liegt natürlich, denke ich mal, auch am Schnitt, weil die Pöttchen scheinen gleich voll zu sein. Naja, ich werfe jetzt erstmal die eine Variante rein und danach die andere. Das ist, glaube ich, am sinnvollsten, weil sonst ist die eine kalt und die andere, ja, noch nicht. So, und die ersten 4 Minuten sind um, die Pommes sind fertig, die soll man jetzt salzen. Also ein bisschen Salz rein. Nicht zu wenig, schadet nicht. Dann zumachen, schütteln. Und dann bei geschlossenem Deckel nochmal 2 Minuten ruhen lassen. Und in der Zeit kommt jetzt das Topping rein. Und gut, dass ich nochmal nachgeguckt habe, bei geöffneter Schachtel ruhen lassen. Nicht bei geschlossener. So, und hier ist es jetzt, das Barbecue Chutney. Das in der Mikrowelle wunderbar auch schon und schnell funktioniert. Ist schön stückig, aber natürlich auch sehr, sehr soßig, wie ihr seht. Ich hoffe, man sieht das gut. Ich sehe das ja immer erst am Ende, wenn ich schneide. Ich kann es nur auf dem kleinen Display immer nur sehen. Aber schauen wir mal. Ich zeige euch das jetzt nochmal zusammen mit dem Pommes. Und die andere Variante ist auch in 2 Minuten fertig. Und hier sind sie jetzt beide einmal umgefüllt, damit es ein bisschen schöner aussieht, finde ich. Ja, wir haben jetzt hier einmal die Variante mit den Barbecue Chili Chutney und diesen Riffelpommes. Pommes, sage ich schon, Pommes. Die sind auch noch warm. Warum? Ich habe sie einmal ganz kurz in der heißen Fritteuse auf der Warmhaltefunktion gehalten, damit die nicht auskühlen. Also sind jetzt nicht weiter gegart worden, die sind einfach nur warm gehalten worden bei, waren das glaube ich jetzt 40, 45 Grad. Und hier haben wir die Variante mit den Riffelpommes und den, ja, Pult. Mehr ist es nicht. Ich habe euch das Pult auch gar nicht gezeigt, ne, vom Auspacken. Das ist mir gerade mal so eingefallen. Aber naja, ist nicht schlimm. Ich habe es vorher umgefüllt schon. Hätte sich jetzt nicht viel geändert. Das ist jetzt hier. Ich zoome mal für euch so nah ran, wie es geht. Ups, das ist die falsche Richtung. Ich hole euch das hier einmal kurz raus und dann könnt ihr das hier auch so sehen. Also das ist das Pult, was ihr hier bekommt. Also es ist an sich eine Soße mit ein bisschen Schweinefleisch drin. Aber es ist halt nicht viel. Also es ist wirklich eine ganz kleine Menge nur hier unten. Also wirklich nur diesen Teil, den ihr seht. Und dann ungefähr nur bis zur Hälfte der Schüssel gefüllt. Ups, sorry. Aber mehr ist es auch nicht. Es ist wirklich eine ganz kleine Portion, reicht an sich nicht für die ganze Portion Pommes. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Aber das sind sie halt beide. Ich kann hier auch einmal was auf die Dip-Pommes machen, damit man sehen kann, wie es ja aussehen soll. Komm, Fokus. Komm. Fokus. Ach ja. So, jetzt. Ein bisschen zu nah dran. Aber so soll das dann aussehen und dann könnt ihr die halt snacken. Das machen wir jetzt auch und ich bin gespannt, ob die Varianten lecker sind oder ob es ein Flop ist. Also schauen wir mal, was diese Pommes aus der Mikrowelle können. Ordentliche Portion Pommes, muss ich trotzdem sagen. Das sind irgendwie, ich habe gerade gelesen, es sind 140 Gramm Pommes. Hatte ich gar nicht so, also sieht optisch ein bisschen mehr aus, komischerweise. Aber mehr bei der Riffel-Variante. Aber wir probieren uns jetzt mal durch. Ich hatte die Barbecue Chutney zuerst gemacht, also nehmen wir jetzt die, obwohl die jetzt in der Warmhaltefunktion waren. Und wir probieren das jetzt einmal direkt zusammen. Ja, sind halt Pommes. Ein paar sind knusprig, ein paar nicht. Ich finde sie geschmacklich ein bisschen langweilig, die Pommes. Sie haben zwar einen Kartoffelgeschmack, aber es gibt das Schönere. Und mit dem Chutney zusammen. Mir gefällt das Chutney nicht. Es hat ein bisschen zu viel Säure. Also ich finde zu viel Essig. Das ist ja Zuckerrohressig. Branntweinessig. Und noch irgendwas anderes. Aber was ist es von den Sachen? Also die Kombination gefällt mir irgendwie nicht. Ich finde, es hat so eine ganz komische Säure, die ein bisschen unangenehm ist. Ich finde sie nicht lecker, die Säure. Also ich bin ja ein Säure-Fan. Ich liebe ja mit Essig und Balsamico-Essig und Gewürzgurken. Also alles, was so mit Essig ist, ich liebe das, auch damit zu kochen. Und ich finde das auch toll. Aber hier finde ich das so ein bisschen, ich weiß nicht, hat so eine ganz unangenehme Säure, finde ich. Wo ich keine Lust habe, das Chutney weiter zu essen.
Nee. Also eine leichte Schärfe ist da und alles ist okay. Pommes sind leicht knusprig. Ich bin aber kein Fan von diesen Dip-Pommes. Das ist aber ein persönliches Empfinden. Aber ich finde das Chutney nicht gut gelungen. Also Pommes in der ganzen Kombination, wie es so ist, würde ich der Variante so 2 von 5 Punkte geben. Mehr würde ich dir wirklich nicht geben. Also ist okay, kann man machen, aber da gab es bessere Variante und das Chutney braucht man nicht. Also da nehme ich lieber, wenn ich zu Hause bin, Mayo dazu. Also probiere es jetzt gerne nochmal. Also ich bin ja immer, will mir gerne eins Besseres immer überzeugen lassen. Nee. Also diese Säure ist zu unangenehm. Schade. Aber ich finde es auch für 2,99 natürlich schon ein stolzer Preis. Aber wenn du überlegst, dafür kriegst du eine Portion Pommes an der Pommesbude. Vielleicht jetzt nicht mit Soße, aber Mayo. Aber beim Büro, wo ich früher mal gearbeitet hatte, hat mir gegenüber immer ein Imbiss. Da kannst du ja auch mal Pommes holen und Mayo hast du im Kühlschrank gehabt im Büro. Ne? Und dann hast du halt die Mayo benutzt, bevor du dir da für 30, 40 oder 50 Cent einen Klecks Mayo draufklatschen lässt. Aber hätte ich mehr von erwartet. Probieren wir jetzt direkt die andere Variante. Was das mit diesem Pulled Pork kann. Also die Pommes schmecken mir hier besser, die Riffeldinger. Aber das Pulled Pork, du hast zwar eine leichte Schweinefleischnote, das ist alles okay. Hui. Viel zu süß. Wenn du das so pur probierst, kommt das viel, viel stärker durch. Ich habe gerade schon überlegt, was ist denn das für ein, ob die Süße so penetrant ist, weil es kann nicht nur von den Pommes natürlich kommen. Die Pommes schmecken ja relativ neutral. Aber wirklich viel zu süß. Und auch irgendwie auch eine Essignote. Da ist ja Essig drin. Aber irgendeine, ja, Branntweinessig, ja. Das meine ich doch. Also ein bisschen zu süß und zu essiglastig. Also bei der einen Variante, bei Barbecue Chili Chutney auf jeden Fall zu viel. Hier ist es ein bisschen besser, aber ihr habt jetzt gesehen, wie viel Pommes ich genommen habe. Ne? Jetzt seht ihr den Rest, der da noch drin ist. Das reicht jetzt noch für so 4, 5 Pommes und dann ist das Chutney oder obendrauf das Topping alle. Ja, dann habe ich aber noch ganz viel Pommes, aber keine Soße mehr. Warum ist das mit der Soße? Ich weiß nicht, ob man das unbedingt braucht. Dass da unbedingt noch Soße dabei ist. Dann macht geile Mikrowellenpommes. Die Riffelvariante, wie gesagt, ist super, finde ich gut aus der Mikrowelle. Die sind knusprig, die knuspern. Für Mikrowellenpommes völlig okay. Und das Pult obendrauf, wie gesagt, braucht man nicht. Das ist so ein schönes Gimmick. Aber würde ich jetzt punktemäßig sagen, mal, sage ich, 3 von 5 weiß. Geschmacklich besser ist, aber es ist mir persönlich zu süß und ein Tick zu viel Essig. Vielleicht eher Tendenz sogar ein bisschen schlechter, aber hier würde ich noch eine 3 geben, weil die Pommes hier wirklich weitaus besser sind. Aber für 2,99 würde ich mir keine der beiden Packungen wieder kaufen. Da kaufe ich mir lieber meine Lieblingspommes momentan von Rewe. Einfach die Rewe Bio-Pommes, die kaufe ich immer sehr, sehr gerne für die Heißluftfritteuse. Da kostet der ganze Beutel, glaube ich, 3,99. Hier habe ich ein Kilo, haue ich mir die Heißluftfritteuse. Einen Dip habe ich hier und dann, ja, es ist halt günstiger. Jetzt muss ich irgendwie rentieren, dass das wirklich Mehrwert am Ende ist. Und den habe ich hier nicht direkt. Aber mal schauen, was ihr dazu sagt. Habt ihr sie probiert? Würdet ihr sie probieren? Und wenn ihr sie probiert habt, wie haben sie euch geschmeckt? Schreibt es gerne in die Kommentare. Wir sehen uns jetzt in eins der nächsten Videos. Ich esse das jetzt hier natürlich noch auf. Zum Wegschmeißen ist es zu schade, nur ich nehme jetzt einfach Mayo. Das schmeckt immer am besten, finde ich, für mich zu Pommes. Oder eine geile Aioli. Das geht auch. Also, danke fürs Foodschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Euer Bob.